Hi, ich bin Martin und es ist 11:30 Uhr an einem Dienstagabend und ich hatte irgendwie Lust, mal noch irgendwas zu coden. Also habe ich ein bisschen auf Dribbble rumgesucht. Und ich habe hier mir ein paar Sachen angeguckt, was man denn so bauen könnte. Und das hier sieht ganz nett aus. Und das ist ganz spannend wegen dem geblurrten Hintergrund. Und Marcel hat mir heute schon irgendwie was gezeigt auf CodePen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob ich das wiederfinde. Das war cool. Da geht es um die iOS Bar, die geblurrt wird. Und da wird ein CSS3-Filter benutzt. Keine Ahnung, wo das hin ist. Und den werden wir einfach auch mal anwenden. Und zwar hierauf. Und was wir hier drin dann veranstalten, müssen wir mal gucken. Erstmal geht es darum, dass wir hier uns mal irgendwie ein Bild hochladen, was wir dann nutzen können. Ich habe hier schon mal irgendwas. Das könnte vielleicht auch funktionieren. Ah, hier. Okay, jetzt haben wir die URL. Und ja, nehmen wir erstmal nur einmal hier einen kleinen Reset. Und ein Box-Sizing. Modern-Box. So sieht mein abgefahrener Reset meistens aus. JavaScript brauchen wir erstmal nicht. Und die Background. Da packen wir unsere Asset-URL rein. Und dann machen wir Background Size mal Cover. Und da ist das Bild auch. Private, genau. Safe. Eigentlich sollte sich das doch jetzt nicht wiederholen. Interessant, das Cover sollte doch das normalerweise einfach komplett. Ich bin nicht so gut an diesen CSS-Sachen. Muss damit ja auch kein Geld verdienen oder so. warum ist das so? Genau, das hier ist logisch, aber warum wird es hier dann abgeschnitten? Tja. Ehrlich gesagt leuchtet das mir nicht so wirklich ein. Ach, guck mal, da. Dann machen wir es doch so. Denn das hier ist ja genau das, was wir wollen. Dann könnte man das noch Center Center machen. Dann schneidet das oben, unten, links, rechts ab. Sehr gut. Bin übrigens ich. Und irgendwas Buntes. Bild ist unveröffentlicht. Dann packen wir hier mal ein Div drauf, wo wir ein bisschen was reinschreiben. Und fertig ist es. Das hier ist unser Blur-Content-Div. Das hat von mir aus eine maximale Breite von, %. Was meinen da? Auto, Kommando.
kaum hat man das Gefühl, dass irgendjemand zuguckt, geht hier schon alles schief. Wir machen jetzt mal ein ganz schlechtes Zentrieren. Ist auch kein Zentrieren. Ja, machen wir einfach mal so, damit es irgendwo sitzt. Und jetzt wird es nämlich spannend. Also es gibt den Git-Filter Blur 16 Pixel. Jetzt blurrt das natürlich meinen Text, was wir ja nicht wollen. Richtig? Wir wollen ja eigentlich, dass in dem Bereich das Hintergrundbild geblurrt ist. Ich glaube, das können wir nur über ein Fake machen, indem wir sagen, das Hintergrundbild ist das gleiche. Genau, und wir blurren das. Und jetzt sagen wir mal, das sind nur 5 Pixel geblurrt. So, jetzt müssten wir das aber so positionieren, dass es quasi an der gleichen Stelle sitzt. Was natürlich nicht so einfach ist. Aber ihr versteht, was ich vorhabe, ne? Also ich müsste jetzt ungefähr so. Ja, schon zu viel. So, dann. Das wäre ungefähr so, dass was wir haben wollen würden, abgesehen davon, dass jetzt der Text geblurrt ist und das ist natürlich Quatsch ist. Aber das Problem ist jetzt, ist natürlich so dynamisch, dass wenn ich das hier bewege, das geht so natürlich nicht. Ja, ich fürchte, das lässt sich mit CSS auch gar nicht so einfach lösen. Nö, da sehe ich auch sich wirklich keine Möglichkeit. Jetzt frage ich mich, was ist eigentlich, wenn ich das hier ein P setze? Wird es auch geblurrt dann, immer noch? Weil der ganze Content geblurrt wird. Interessant. Und wenn ich das jetzt wieder non sage. Das geht offenbar nicht. Und kann ich das noch weiter blurren? Das ist ja nur ein Pixel. Offenbar geht das nicht. Das ist ja auch schon mal ziemlich blöd, ne? Das hieße ja. Müsste hier das mal rausnehmen. So, wir machen mal uns mal richtig zu testen. Nehmen wir das hier mal raus. Und setzen das so da oben hin. Und das hier hat den gleichen Hintergrund. Jetzt läuft hier irgendwas Komisches. So. Sehr gut.
Ja. Jetzt haben wir genau das hier geblurrt. Wenn wir jetzt hier Border ein Pixel solid red. Ach, der wird jetzt mitgeblurrt. Das ist toll. Aber ihr seht es, ne? Das ist hier. Dieser Bereich wird geblurrt. Und wenn man da mal nur auf 2 Pixel setzen, dann ist im Prinzip genau der. Und das Problem ist irgendwie, der Rand wird auch mitgeblurrt. Nicht bis zum, ganz bis zur Ecke. Und jetzt würde ich jetzt sagen, von oben mal irgendwie 60 Pixel. Dann müsste ich das Bild auch um 60. Minus 60. Ach, Mathe. Bei mir war ich den, ne? Genau. Heißt oben, rechts, unten, links. Jetzt mal auf 200 Pixel. So. Das auch mal. So. Jetzt schalten wir den Filter wieder an. Ach so. Martin. So, jetzt haben wir wirklich genau den Bereich geblurrt. Ist natürlich kein bisschen flexibel hier, aber da kommen wir ungefähr so in den Bereich, nur dass es kein bisschen schön aussieht. Jetzt frage ich mich, was passiert denn eigentlich, wenn man hier eine Farbe mitgibt? Es wird nicht irgendwie mit einberechnet, okay. Das ist ja hier durchaus der Fall, ne? Das ist ja nicht nur geblurrt. Vermutlich könnte man irgendwie sowas machen. Background. WBA. Das ist falsch, ne? Es müssen 55 sein. Ich weiß es hier erstmal nicht. Bin ein bisschen dumm. Ja, natürlich. Und natürlich müssen wir das hier machen, sonst läuft hier mal überhaupt nichts. So. Aber das Ganze wird sich natürlich nur hierauf beziehen. So, jetzt hätten wir das auch weiß. Vielleicht wäre es sogar klüger, wenn wir das hier in ein Before verbauen. So. Auch absolut. Mache ich denn? Ja, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen redundant, was ich hier schreibe, aber ihr versteht, was ich tue, ja? Denn jetzt könnte ich hier auch wieder meinen Lorem-Text reinpacken und der dürfte nicht geblurrt sein. Frage ist, wo ist der hin? Ach, der sitzt dahinter.
Ja. So. Sehr gut. Traumhaft, traumhaft. Wir haben hier Text, wir haben geblurrt. Jetzt können wir natürlich hier noch ein bisschen mitspielen. Können das etwas deutlicher machen. Ja, es geht ja auch nur um den Effekt zu demonstrieren. Schön, gut. Also, man kann einfach ein ganzes Bild blurren. Also, wenn ich diesen Filter hier, den CSS-Filter, der im Moment nur mit dem WebKit-Prefix funktioniert, beziehungsweise können wir mal gucken, was das schon, wer das schon alles versteht. VG-Filter, CSS3-Filter-Effects. Genau, WebKit-Dinger hier, der ganze Chrome-Kram. Safari wird es bald können. Opera, alles mit WebKit-Prefix. Interessant ist, dass der Chrome den WebKit-Prefix braucht, wo die doch alles ohne Prefix jetzt machen wollen. Schön Prefix-free. Guck mal, der BlackBerry-Browser, der kann das schon. Verrückte Welt. Weiß ich nicht genau, was die Support. Genau, na, okay. Naja, vermutlich wird das im Firefox noch nicht gehen. Vor allem nicht mit dem WebKit-Prefix, wenn dann. Müsste man mal gucken, ob vielleicht irgendwie sowas im Firefox geht. Hier. So. Und Spannung. Nö. Vielleicht. Mit. Nee, keine Chance. Vielleicht ist aber auch wieder irgendeine andere Syntax. Ich weiß es nicht genau. Aber jetzt für Moment haben wir erstmal nur das. Im WebKit. Okay, also man kann einfach das Bild, also man kann ein Bild einfach blurren. Man kann aber nicht sagen, in dem Bereich blur mal bitte das, was dahinter liegt. Das heißt, ich muss hier erst ein Hintergrundbild reinlegen, was ich dann blurren kann, was ich aber an die gleiche Stelle positionieren muss wie das Hintergrundbild, was bei responsive Sachen schon wieder interessanter wird. Da müsste man dann mit JavaScript on resize gucken und das neu positionieren. Ist natürlich dann ja, schon ein bisschen komplexer, beziehungsweise performancemäßig fragwürdig. Generell sind die CSS3-Filter relativ performance-hungrig. Aber mal gucken, was da noch kommt. Und im Moment ist es auf jeden Fall erstmal spannend, dass es überhaupt in die Richtung geht. Ich würde das jetzt. Ich mache mal hier noch irgendwie was rein. CSS3 Blur-Filter Test. Oh, das ist jetzt ein bisschen arg groß. Können wir nochmal schnell hier. Bisschen was ordentlich machen. Ups. So, Sans-Serif. Ja. So. Jetzt habe
halbwegs vernünftig ist. Okay. So verstehen wir es. Vielleicht wäre es noch ganz schön, meine Fresse da. Von oben lassen wir 200, von da machen wir 260. Das war falsch. Speichern. Dann nennen wir das CSS3 Blur Filter Test. CSS3 Filter Blur Test. Brauchen wir nicht weiter private lassen. Und das hier auch noch so. Schön, speichern. Das war's auch schon. Zum ein kurzer Ausflug in die CSS3 Blur Filter Welt. Vielleicht bis bald. Tschüss und ich sag gute Nacht. Wie halte ich es an? Hallo, Stopp Kamera. Nein. Stop Capture. Tschüss.